Ja, guten Tag, hier ist Scholinder. Ich wollte gerne fragen, mit meinem Geschenk abzuholen. Ja, welche Farbe möchten Sie? Rot oder blau? Blau, bitte. Blau. So, das ist ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro von dem Reiseveranstalter Trenntours Tourist. Kennen Sie den schon? Noch einmal? Das ist ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro. Ja? Ja, das Von dem ist sehr gut. Reiseveranstalter Trenntours Tourist. Kennen Sie den schon? Oh, Dankeschön, das ist aber ein schönes Benehmen. Ja. Also furchtbar, also nee, muss man nicht anhören. Scheiß Telefonbetrüger. Wir kriegen euch alle. Hallo. Hallo, Herr Rath, hören Sie mich jetzt? Hier ist wieder Steve Irwin und herzlich Herr Rath? willkommen zu einer neuen Folge von Affen im Callcenter. Im Hintergrund hört ihr ein Premium-Subjekt, das auf der verzweifelten Suche nach Nahrung versucht, unsere Sprache zu lernen. Wir werden jetzt versuchen zu kommunizieren. Hallo, wer ist da am Telefon? Also, ich heiße Stefan Ebner, Herr Mausrat. Ja, was geht? Ja? Oh, es spricht, es kommt direkt auf uns zu. Super. Ja, Mann. Was geht? Also, Herr Raffi. Wir werden jetzt in einem vorsichtigen Also, wie ich gesagt habe, Annäherungsversuch einen haben Sie für. Notrufen hinwerfen und sehen, wie es reagiert. Hier, fang. Herr Rath? Ja, guck mal. Hallo, Herr Rath? Ja. Was ist denn? Was möchtest du noch haben? Ja, also, wie ich gesagt habe, haben Sie ein bisschen früher auf unserer Werbungsseite angemeldet. Wie ist dein Name? Sag mir. Ja. Wie bitte? Ich habe dich gefragt, wie dein Name ist. Ich habe gesagt, ich heiße Stefan Ebner. Ja, das glaubt dir doch kein Mensch, verdammt. Stefan Wie ist Ebner. dein richtiger Name? Man hört doch, dass du kein Stefan Ebner Wie bist. bitte? Kurwa Matsch, blöd. Ich heiße Stefan, meine Mutter und Vater haben mich, Stefan. Da hätte ich die Wir erst haben solche Namen also erstmal verklagt, gemacht. alle beide. Stefan. Und dafür, dass sie dich in der Baumschule ausgesetzt haben, wird es gleich die Wie nächste bitte? Klage geben. Wo bist du weggelaufen, sag mir? Also wie ich gesagt habe, Herr Rat, ich heiße. Wie bitte? Ich habe gefragt, wo du weggelaufen bist. Herr Rat, hallo. Ja, hier ist Herr Rat. Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Auf welcher Sprache sprichst du? Auf Deutsch. Na? Und auf welche Sprache sprechen Sie? Was ist deine Muttersprache? Wie bitte? Musst du jetzt, aus welchem Land kommt deine Muttersprache? Welche Sprache sprichst du? Außer Deutsch, wenn du es so nennen willst. Also ich spreche auf Deutsch. Ja, aber was für Sprachen Ich kannst du spreche noch? nur auf Ist die Deutsch. Frage so schwierig oder was? Ich kann auch Englisch. Ja, was noch? Ich kann auch Englisch, Italienisch. Italienisch, eine sehr schöne Sprache. Benchut. Ja, sehr schöne Sprache. Terimakicut. Gracias, por favor. No. Und was möchtest du jetzt machen? Mein Name ist Oh. Arash von Also, Herr Bombay. Ihre Bestellung bitte. Hallo? Okay, also, wie ich gesagt habe, haben Sie auf unserer Werbungsseite angemeldet, ja? Na, hui, er ist immer noch dran. Was soll ich jetzt mit dir machen, sag mir? Also, es geht um Online-Handel auf dem Ah, Finanzmarkt. dann kauf dir Sie mal ein. haben selbst auf Halt die unserer Schnauze, kauf Werbungsseite dir mal. angemeldet. Halt die Schnauze, kauf dir mal ein richtiges Headset, Mann. So kannst du doch echt nicht telefonieren. Das macht doch keinen Spaß. Das mögen die Zuschauer doch nicht hören, so ein Gestotter von dir. Also, Sie haben selbst auf unserer Werbungsseite angemeldet, ja? Ja, ich habe mich Also, auf das der war es, dass Seite Sie dazu angemeldet. Interesse haben. Aber ich habe nicht verlangt, dass mich der letzte Vollasi anruft, den ich in irgendeiner Kneipe eingesammelt habe. Was ist los mit dir? Bist du zu oft geschlagen Also, worden als Kind oder von der ich Schaukel versuche gefallen? Ihnen schon 3 Tage telefonisch zu erreichen. Ja, wahrscheinlich hast du 2 Tage gebraucht, um die Nummern zu drücken.
Das wird es sein. Was ist los mit dir, verdammt? Also schon zwei Tage lang versuche ich Ihnen telefonisch zu erreichen, aber... die, ja, mal ernsthaft. Sie haben mir nicht... Was? Mann, was ist los bei dir? Leider habe ich schlechte Verbindung. Ja, du hast schlechte Verbindung deiner Synapsen in deinem männlichen Gehirn. Bist du so blöd zur Welt gekommen oder hast du dir das verdienen müssen? Hallo? Also, hör raus. Gib mir mal deinen Chef, Mann. Ja. Wie bitte? Gib mir deinen Chef. Willst du nicht mit meinem Chef sprechen? Ja, du verstehst ja kein Wort von dem, was ich sage. Das hat ja keinen Sinn, so das Gespräch. Das weiß ich doch. Ich möchte das nicht. Das will ich doch nicht mal in der Kunde hören. Ja, was du willst oder nicht, interessiert mich nicht. Ich bin der Kunde. Ich nein, nicht direkt. Nicht so, ja. Nimm das Mikrofon aus dem Mund. Sprich verständlich und leise. Alter, wie die wilden Tiere, Alter. Da hocken so 30 Schimpansen hocken da in irgendeinem Affenkäfig. Kriegen so ein paar Sachen aus der Kleiderspende. Also, mein lieber Schwanzlöser, heute ist dein Tag. Ich wünsche dir den schlechten Tag. Du bist live im Internet, falls du es überhaupt verstanden hast, aber ist egal. Tschüss. Volltrottel, du dämlicher. Warum? Wenn du sagst, du kannst kein Deutsch, warum rufst du in Deutschland an? Weil Sie haben eine Anmeldung gemacht über unsere Plattform, über Online-Trading, über Bitcoin, und deswegen habe ich Ihnen auch angerufen. Ja, aber dann hol mal jemanden ans Telefon, der Deutsch kann. Das macht man doch nicht. Kann Sie mich verstehen? Nein, hol mal jemanden, der Deutsch kann, Kleiner. Kann Sie mich jetzt verstehen? Hol mal jemanden, der Deutsch kann. Ich kann schon Deutsch jetzt. Ja, jetzt plötzlich. Wie hast du heruntergeladen? Ja. Nein, ich kann lernen. Ja, aber nicht mit mir. Hol mir deinen Chef, deinen Manager. Okay. Ja, hallo? Hallo, wer ist da? Ja, Sie können ja selber kein Deutsch. Was heißt hier, Sie können kein Deutsch? Was bist du denn für einer? Ich bin für Rainer. Rainer Winkler, haben Sie eine neue Arbeit gefunden, Herr Winkler? Hallo? Hallo? Jo, Alteo, nochmal im Apparat. Der Chef hat mir gesagt, Sie können selbst kein Deutsch und deswegen... Wo kommt der Chef denn her? Ist er irgendwo aus einer obdachlosen Unterkunft oder wo kommt er her? Dein Chef ist ein großer Idiot. Sag ihm das. Sag deinem Chef, er ist ein Idiot. Eine Sekunde mal bitte, hören Sie mir mal zu. Das bedeutet, dass Sie uns beleidigen. Wissen Sie, was es bedeutet, wenn eine Person uns beleidigt? Ja, das ist die Wahrheit. Nein. Sagt er dir jetzt vor, was du sagen sollst? Ihr seid ja einer dümmer als der andere. Nein. Doch. Wissen Sie, warum ich ihn angerufen habe, Mann? Ja, weil du blöde bist. Und ein Betrüger. Und was noch? Weiß ich nicht. Den Rest werde ich noch herausfinden. Ich glaube, das Gespräch geht noch eine Weile. Jo, danke schön, dass du mich beleidigst. Ja, gerne. Soll ich weitermachen? Hodden Kobold, Eunuchen Neoprenanzug. Sie sind ein sehr netter Mensch, ne? Ich passe mich der Situation an. Mit Betrügern bin ich immer besonders freundlich. Ja, sehr schön. Das finde ich auch. Darf ich Ihnen fragen? Sonst noch was? Ah, jetzt bist du dran. Kannst du mir zeigen, welches deutsche Wort du gelernt hast? Jetzt bin ich dran. Darf ich Ihnen fragen, warum nennen Sie uns Betrüger? Weil ihr Betrüger seid. Google mal deinen Firmennamen und deine Telefonnummer, ja. Dann weißt du das selber. Googeln Sie mal das. Hab ich schon. Ihr oft ruft ja oft genug bei mir an. Betrug. Wissen Sie, wie unsere Firma einmal heißt, dass Sie das schon gegoogelt haben? Nochmal, was hast du gesagt? Wissen Sie, wie unsere Firma heißt, dass Sie das gegoogelt haben? Ja, ich habe ja jeden Tag einen anderen Namen.
Nein, nein, sagen Sie mal, wie unsere Firma mal heißt. Wer wir sind und was wir machen. Das ist weil Sie sagen, Sie seid Betrüger. Die Bitcoin-Mafia. Nein, nein. Doch. Das hat mit der Börse zu tun. Allgemein, nicht nur mit Bitcoin. Na, siehst du, sag ich doch. Und du bist so ein Typ, der keinen geraden Satz sprechen kann, aber so tut, als ob er ein Finanzprofi wäre. Nein, ich bin kein Finanzprofi, ich bin nur der Experte über meine Plattform. Ja, super. Über was hast du denn, was hast du denn für eine Schulbildung? Was habe ich für eine Schulbildung? Hauptschule. Ja, siehst du, und so einer will mir was erzählen vom Leben und wie man Geld verdient? Darf ich Ihnen, nein, nein, ich erzähle Ihnen gar nicht. Ich will Ihnen einfach nur zeigen, warum Sie sich angemeldet haben und für was. Ich zeige Ihnen gar nicht, dass Sie Ihre freie Willen, was Sie da ja, machen. Ja, zeig mir deine Seite. Wieso soll ich Ihnen das zeigen, wenn Sie kein Interesse dazu haben? Nein, ich habe großes Interesse. Ich will Geld verdienen. Die Zeit nicht verschwenden und sonst. Ich will Geld verdienen. Darf ich fragen, woher kommen Sie? Aus Israel. Aus Israel? Oh, sehr schön. Und das bedeutet, dass Sie in Deutschland leben? Ja. Okay, schön. Dann unsere Seite heißt einmal TradeFW. Nochmal, wie? TradeFW. Kannst du das buchstabieren? Theodor Richard Anton. Jetzt wird's schon schwierig, hä? Weiter. Sind Sie bis zum... Ja, natürlich. Deutschland, Emil. Ja. Friedrich Wolfgang. Ja. .com. Das war's. www.tradefw.com. Ja, super. Zwei Sterne von 300 Rezessionen bei Trustpilot. Scambroker.com sagt, dass ihr Betrüger seid. Sitejabber sagt, dass ihr Betrüger seid. Forbino.com schreibt Betrüger. Global Fraud Protection.com sagt auch Betrüger. Gib mal deinen Firmennamen bei Google ein, du kleiner Penis. Wenn ich meinen Firmennamen auf Google draufschreibe, dann kommt meine Firma. Ja, das glaube ich dir, aber gib mal TradeFW, Leerzeichen, Scam ein, dann kommt das alles. Alle Leute, die schreiben. Mhm. Dann kommt wieder meine Seite. Ja, dann bist du sogar zu blöd, um Google zu benutzen. Du solltest vielleicht die Toilette putzen oder Busse putzen. Eine Sekunde, bitte. Lang lebe Israel. Scam, eine Sekunde. Scam, Broke Investment, Trader, Fair Review, ne? Ja. Okay. Und wenn Sie das öffnen, steht TradeW ist der europäische Safe, der Forest Broker, der Lizenz. Nimm mal den Socker aus dem Mund. SciSec ist ein Scheißdreck, das weißt du selber. Lizenz von Zypern, die sich jeder Kioskbesitzer kaufen kann. Aha. Oh, tut mir leid, mal, Sie sind aus Israel, haben Sie gesagt? Ja. Ja, leider ist es nicht erlaubt, mit Israel zu handeln. Na, Israel wird euch fertig machen. Das ist immer die beste Ausrede, die mögen Juden nicht. Hallo? Ja, wer ist da? Ich bin gerade mit Herr von Denziger. Wer ist denn da, habe ich gefragt. Man stellt sich vor, wenn man wo anruft. Ja, mein Name ist Simon Meyer und ich melde mich von der Firma Bitcoin, aber Sie haben eine Anmeldung gemacht vor 4 Monaten. Und wie ist dein richtiger Name? Simon Meyer. Nee, das kannst du mir nicht erzählen, dass du ein Deutscher bist. Wie ist dein richtiger Name? Ja. Rakesh Panjit Ahmed? Nein, nein. Doch. Mein Name ist Simon Meyer. Ja, du kannst das doch nicht mal richtig aussprechen. Simon Meyer kann ich nicht aussprechen, ja? Nee, das Wort heißt... Probieren Sie... Das Wort heißt also Simon Sie erstmal, und nicht Simon. Nehmt euch doch wenigstens Fake-Namen, die ihr aussprechen könnt. Ich meine, wie blöde kann man denn also sein? Wenn du zum Beispiel so blöd bist, dass du kannst einfach nicht den Namen Simon sagen, dann das ist hier ein Problem. Scheiß Telefonbetrüger. Von der Firma Bitcoin rufe ich an. Was für ein Scheißdreck. Schämst du dich gar nicht? Aber warum hast du dann angemeldet? Weil ich dich verarschen will. Du bist gerade live auf YouTube, du Idiot. Ja, und also,
Alle Zuschauer, ich fick eure Mutter, die ganze Generation und die auch. Ja, siehst du. Die ganze ihre YouTube. Du bist ein armes Arschloch. Such dir mal eine anständige Arbeit, bevor du abgeschoben wirst. Du kannst aber nicht mal durchstehen in Europa. Ich fick deine Mutter. Ja, komm her. Und das Zweite ist einfach für alle Zuschauer, dass sie so dumm ihnen schauen. Sie sind auch selber dumm, die Hurensöhne. Ja. Wie kann man so ihnen, so dummer Mensch wie du, einfach YouTube zu schauen, du kleine Bastard. Sag mir ihren Namen auf YouTube und dann werden wir sehen. Was werden wir dann sehen? Wie du dich lächerlich machst? Sag mir den Namen. Telefonziege. Sag mal den Namen, du Vogel. Telefonziege. Okay. Und dann jetzt? Werden wir sehen. Was willst du denn machen? Werden wir sehen. Ich werde einfach deine Generation kriegen und dann YouTube und alles schlossen. Hey, hallo, hier ist Dimitri von der russischen Botschaft. Präsident Putin kommt dich holen. Ich bin der Scheißegal, mit wem ich spreche, du kleine Bastard. Verstehst du? Wladimir Wladimirovic Putin. Ich fick dich und Wladimir Putin wird ihre beide gemacht, ja? No, Putin kommt dich holen, blöd. Kommst du in Geheimkerker in Sibirien, blöd. Novosibirsk. Verstehst du? Oh, du Hurensohn, du kannst einfach jetzt verbessern, du mit deinem YouTube, eine Scheiße. Du kannst nicht mal durchreden, du kleiner Hurensohn. Du kleiner Betrüger, blöd. Simon Meyer, wie heißt du richtig? Peter Müller. Simon Meyer, meine Güte, das glaubt euch doch kein Mensch. Also, so dumme Menschen wie du zum Beispiel schon, du kleiner Bastard. Ja, also, viele kann es davon ja nicht geben, so dumm wie du dich anstellst, blöd. Also du bist so ein dummer Mensch, wie ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, du kleiner Bastard. Ja, dann musst du mal in den Spiegel gucken, dann ist das Ergebnis ganz schnell ein anderes. Wie viele Leute verarschst du am Tag, du Idiot? Ich verarsche keine, du kleine Hund, ich verarsche nur deine Mutter und deine Schwester vielleicht und deine Familie vielleicht, weil Warum? Die alle dumme sind und ich werde einfach nur jeden Abend ficken. Da bist du einen gewissen IQ-Schein in diese deine Muttersprüche Standard zu sagen, weil die Leute zu dumm für alles andere sind. Hast du eine Schwester? Ich habe drei Schwestern, die kommen dich verprügeln, blöd. Okay, wir müssen auch nur eine haben. Ja, meine kleine Schwester ist 11 Jahre alt, die kommt dich mit ihrer Teddybär verprügeln, verstehst du? Ich werde nur die Größte ficken. Ja, die Größte ist 13, die verprügelt dich mit Baseballschlägern und Colaflasche, blöd. Also sie können alle meine Eier legen, ja? Von älter bis jünger. Bist du pädophil oder was? Du Kinderschänder. Also, du bist einfach auf YouTube bleiben, ne? Und sie machen einfach so, zum Beispiel, weil die anderen ihnen einfach beleidigen können. Und sie machen nicht so kleine Bastard. So ein Idiotetyper bist du, dass du einfach auf live die anderen ihnen beleidigen und sie machen einfach auch weiter, ne? Du kannst mich gar nicht beleidigen. Weißt du, das Tolle ist, jetzt kennt die ganze Welt kennt jetzt die Telefonnummer von deiner Firma und jeder wird wissen, wenn du anrufst, dass das Betrüger sind. Simon also, Meyer. Ist mir doch scheißegal, du kleiner Bastard. Ist mir klar, dass dir das scheißegal ist, ja. Dreckige Betrüger, blöd. Bist du zu dumm für Schulabschluss? Bist du zu dumm für Schulabschluss? Das hat nicht mit Betrüger zu tun. Doch. Das hat nicht mit Betrüger zu tun, du kleiner Bastard. Was hast du für Schulabschluss, sag mir? Ich. Ja, wer sonst? Denkst du, ich rede mit der Wand hier? Kannst einfach verpissen, bevor ich dein Leben ficke. Probier's doch. Sag mal die Adresse, wo du wohnst. Mariendorfer Damm, Berlin. Komm hierher. Postleitzahl. Was brauchst du Postleitzahl? Berlin, Mariendorfer Damm, 179. Kannst einfach nur Postleitzahl geben, du Hurensohn. Was willst du mit deinem Postleitzahl? Ein Postleitzahl ist keine Anschrift. Oh, du hast einfach gar keine Eier in der Hose, geh einfach verpissen. Mariendorfer Damm 179 12107 Berlin. Musst du bei Baraka klingeln, blöd. Okay, natürlich. Dann werde ich vorkommen und deine ganze Generation ficken. Aber nicht so ficken, ich meine so verprügeln. Du weißt schon, was das Wort Generation bedeutet, oder? Haben die dir das bei der Schule mal beigebracht an den drei Tagen, wo du da warst? Einen schönen Tag, ne? Ich ficke die ganze zum Beispiel mit ihrer Nachname. Ja, die ihre Nachname, ich ficke die alle. Du weißt nicht mal, was das Wort Generation bedeutet. Meine Güte, ist das traurig. Einen schönen Tag noch, fick dein Leben. Komm nach Berlin, Baraka Immobilien wartet auf dich. Ja, servus, da ist Schitzler Marianne aus Pfuhl. Ihr habt was gewonnen, steht hier, da wollt ihr mal nachfragen. Genau, das ist diese Geschenkbenachrichtigung und da können Sie auswählen zwischen der Farbe Rot oder Blau. Ja. Und welche Farbe darf es denn sein? Mal unter uns gesprochen, was ist denn besser, was soll ich nehmen?
Ich kann Sie nicht sagen, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann das ja auch nur sehen, wenn ich es anklicke. Ach so. Oh, dann stimme ich das nämlich. In dem Rot. Das Rote, dann schauen wir mal. So, da haben wir einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für. Ah, ist das geil! Wir wollen in Urlaub fahren nächstes Jahr, das ist ja perfekt. Prima, für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trendtours Touristik. Da können Sie dann selber aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen möchten. Ah, das ist klasse, das sage ich, Dankeschön. Bitte schön, da bekommen Sie dann 300 €. Das sage ich noch einem kleinen Pfarrer, der wird sich auch frei für mich. Ja, da kriegen Sie dann 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Den Gutschein bekommen Sie dann schriftlich zugeschickt. Wie war bitte nochmal Ihr Nachname? Hitzler, wie die Hitze. Hitzler. Super. Und Ihr Vorname? Marianne. Sie hören Sie jetzt nicht wie Marianne an? Kennen Sie mich? Wie ist denn Ihr Vorname? Marianne. Und die Straße? Es ist Hauptstraße 97. Die Postleitzahl? Es ist in Pfuhl. Kennst du das? Nein, leider nicht. Wie ist die Postleitzahl? 89233. Und Ihr Geburtsdatum? 8. Mai 66. So, jetzt muss ich beim Wohnort noch mal gucken. Sie sagten jetzt gerade Pfuhl. Pfuhl, Neu-Ulm. Ach so. Ist das ein Ortsteil jetzt? Ah ja. Es ist mir eigenständig gewesen. Hätten Sie es uns weggenommen, das Gemeinderecht. Die dreckige Politiker aus Emskirche waren das. Das Pack. Also P-F-U-H-L geschrieben, ja? Ja, und davor Neu-Ulm. Genau. Gut, also in circa 4 Wochen ist der Gutschein bei Ihnen zu Hause. Das ist das super. Da stehen dann alle Informationen noch mal ganz genau drin. Ja. Ja. Und ja, und als Sie jetzt angerufen haben, sind Sie auch recht flott durchgekommen. Das stimmt. Ohne lange Wartezeit geklappt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Herr Boltmeuge, da ist es auf Rädern wieder nicht gekommen. Da ich viermal anrufen müssen, bis einer dran ist. Und dann haben Sie mir erst nach 10 Minuten gesagt, dass der Fahrer krank ist. Und das erfährt man auf Nachfrage. Jetzt fährt mein Enkel los und holt es alles. Das Blöde ist, der ist noch kein 18, da kann man mal Bier nicht mitbringen. Jetzt heilig ich's da fürs Wochenende. Das ist Sauerei, ist das. Das ist natürlich ärgerlich. Ah ja, da habe ich schon den Pfarrer gefragt, der sagt, Essen kann er mal bringen, aber nichts trinken. Wegen der Volljährigkeit oder weswegen? Ah nein, weil der sagt, das ist Bes. Was, weil er das Trinken nicht bringen kann? Ja, er sagt, das macht er nicht. Er sagt, Essen kann er mal bringen, aber nichts trinken. Und warum nicht so trinken? Er sagt, es tut man nicht gut. Das weiß ich ja selber, aber was soll ich machen? Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Okay, ich habe da eine abschließende Frage. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Ja, ist da der Katalog vom Getränkemarkt bei. Nee, leider nicht. Den können Sie jetzt brauchen. Ich weiß, wo der ist, aber ich habe keine Telefonnummer. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, welcher Getränkemarkt. Es gibt ja viele verschiedene Märkte. Ist der Getränkemarkt Michels, da hole ich mir immer meinen Kokossaft. Mhm. Ah, der hat auch den besten Schnaps im ganzen Auenland. Gucke an, jeder hat so seins, ja? Das Problem ist, ich kann nicht selber nicht mehr nachlaufen. Ja, dann fragen Sie einfach einen Nachbarn, wenn Sie das selber nicht schaffen. Ich wohne ja allein, es ist schon mal ein Bauernhof gewesen. Ach so. Wenn ich mal ein bisschen mehr Geld hätte, hätte ich mal ein Häuschen in der Stadt kaufen. Da wäre ich ein bisschen näher dran. Das ist natürlich vorteilhafter, ja? Man kann nicht alles haben, ne? Nee, das stimmt. Dafür habe ich Hühner. Naja, können Sie ja Selbstversorger. Ja, geht ja auch. Aber die Hühner legen ja kein Bier und keinen Schnaps. Nein, das ist das leider nicht. Es ist ja mein Problem. Ja, also wie gesagt, ich habe nur noch Sekt da. Das kann ich ja nicht trinken, das Zeug. Aber ich trinke es gerne. Jeder hat so sein. Ey, kommst du, da tauschen wir. Bringst mal ein Fläschchen Bier. Dann kriegst du den Sekt. Dann bin ich das Zeug los und hab was zu trinken. Kommst rüber, ich bin da. Ich sitze auf der Terrasse heute.
prima. Ja, also Reiseunterlagen kommen per Post, da wünsche ich viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ebenso. Danke. Hau rein. Das ist Pack. Ja, hallo? Die haben eine Glücksnummer bekommen oder bloß eine Nachricht? Ja, ich habe hier eine Auswahl zwischen zwei Päckle. Da wollte ich mal fragen, was ich gewonnen habe, wenn ich das Blaue nehme. Die nehmen Blau. Okay, dann muss ich aber erstmal die Daten aufnehmen, dass er sie hier raussucht und dann kann ich ihnen sagen, was sie gewonnen haben. Ja? Dann brauche ich erstmal ihre Telefonnummer mit Vorwahl. Das ist 07221. Mhm. 76534. 4. Und dann nehme ich die Daten auf. Wir müssen ja wissen, wer gewinnen will. Ja? Ja. Ihr Vorname? Marianne. Ja, und der Familienname? Herold. Herold? Ja. Die Postleitzahl? 76534. Was, 1765? 76534, Bade. 76534. Und die Straße? Ja, der Spörsigweg. 104. Wie heißt der Weg? Spörsigweg. 104? 104, ja. Zeigt er mir auch nicht. Was? Zeigt er mir bis jetzt nicht den Weg. Also, ST... Wie schreibt sich denn der Weg? S-T-Ö? Nee, oder? S-P! Siegfried Paula, Österreich! Ah, Siegfried Paula, S-P! Ja, Sperrsiegweg! Jetzt haben wir nur noch 4 in Baden-Baden und dann brauchst du noch ihr Geburtsdatum. Hä, es ist der 8. April? 63! Ja. Sind Sie das selber? Sind Sie die Marianne, oder? Ah ja. 69. Aber sagen Sie mir noch mal Ihre Telefonnummer. Die muss nicht stimmen. Da zeigt er mir einen anderen Kunden. Sagen Sie die noch mal von Anfang an. 07221. Hm? 765341. Ah, da kam noch eine 1 dran. Aha, jetzt haben wir's. Und er zeigt mir jetzt, Sie haben einen Gutschein von Trend Tours Touristik gewonnen im Wert von 300 Euro. Was ist das für ein Ding? Die Firma heißt Trend Tours Touristik. Was machen die? Na, Reisen. Das ist ein Reiseanbieter. Ach, sag das doch gleich. Woher soll das wissen? Dankeschön. Ja, das hört sich gut an. Reisegutschein. Ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro. Alles ist ja, das sage ich gleich im Pfarrer, da freue ich mich. Kriegen Sie in den nächsten 4 Wochen schriftlich und dann können Sie sich aussuchen, wann Sie verreisen wollen, wohin und mit wem. Für wie viel Leute ist das? In 4 Wochen kriegen Sie das schriftlich. Was bist du die ganze Zeit am Fressen, wenn ich mit dir telefoniere? Das macht man nicht. Mhm. Was hast du drüber? Brötle oder Croissant? Ich esse gar nicht. Ah, das hört man doch. Bist ganze Zeit vielleicht am Schmatze. Vielleicht spreche ich immer so. Kann ja sein. Ah, nimm die Socke aus dem Mund, wenn ich bei dir anrufe. Ah, das gibt's ja nicht. Na, ich esse jedenfalls nicht. Vielleicht höre ich mich immer so an. Ah, das wäre ja schrecklich. Auf jeden Fall sind sie registriert und kriegen das in den nächsten 4 Wochen schriftlich, ja? Ah, das ist super. Okay, schönen Tag. Tschüss. Ciao. Jetzt ist erst mit's Ende, bevor der nächste Anruf annimmst, ne? Frechheit. Ah, die wäre völlig schmerzbefreit. Ist der nebenbei Cappuccino schlürfen, stopft sich das Baguette oder die ganzen Ofenkäse bis zum Anschlag in die Kinnlade rein. Ich bin nicht am Essen, vielleicht höre ich mich immer so an. Ja, du hörst dich an wie so eine Fettleber, verdammt.
Ich heiße Christian Gebhardt, Finanzabteilung der Blockchain Bank, Frankfurt am Main. Ja, was gibt's? Ich kontaktiere Sie bezüglich der Unterstattung Ihrer Anlage bei der Firma Premium FRX. Aha, ja, was ist damit? Ja, Handelskonto von dieser Firma wurde gesperrt, weil das Unternehmen schwarz handelte. Und was? Und alle Gelder. Also das Handelskonto von dieser Firma wurde gesperrt, das zu Ihnen gehört. Oh, und alle Gelder des Unternehmens wurden an unsere Blockchain-Bank überwiesen. Jetzt wir verfügen darüber. Eine was für eine Bank? Wir sind Blockchain-Bank. Ach so. Und jetzt? Was ist jetzt mein Geld weg oder was? Es ist nicht weg. Also die Gelder des Unternehmens befinden sich jetzt bei uns in Blockchain-Bank. Das hast du schon 7-mal gesagt. Gib her das Geld, das ist meins, das gehört mir. Ganz richtig. Schauen Sie mal, wir können Ihnen das Geld zurücküberweisen, zum Beispiel auf Ihr Hausbankkonto. Ja. Wir müssen aber zuerst Ihre Identität bestätigen. Ja, bestätige ich hiermit. Das machen wir per Anydesk. Kennen Sie Anydesk-Anwendung? Was für ein Ding? Anydesk-Anwendung, ein Computerprogramm. Nee, ich habe Sparkasse online. Nein, also schauen Sie mal, Anydesk. Kenn ich es nicht. Ist eine spezielle Windows, es ist eine spezielle Windows-Anwendung, damit Sie mit mir Ihren Bildschirm teilen können. Nee, wir haben ein Kino heute Abend, den kann ich nicht weggeben. Den brauche ich. Ich will nachher Zumania gucken. Ich mag den kleinen Hase so gerne. Schauen Sie mal, wir benutzen diese Anwendung, damit wir also Ihre Identität bestätigen können. Soll ich E-Mail von Ausweis schicken, Bratan? Also per Ausweis funktioniert das nicht. Wie soll ich meine Identität bestätigen, wenn ich mit einem Ausweis? Soll ich die Geburtsurkunde schicken oder meinen Mitgliedsverein vom Parkplatz Bums Club Hamburg? Also ich erkläre, wir arbeiten mit Kryptowährung und benutzen Anydesk-Anwendung. Also Blockchain-Sicherheitssystem überprüft Ihren Namen und Ihre Nummer. So. Sie öffnen die Hauptseite von Ihrer Online-Bank und unser Blockchain-System. Also es wird alles aufgezeichnet und aufgenommen. Oh, das will ich aber nicht. Es wird verifiziert. Dann weiß ja jeder meine Kontonummer. Ich verstehe also, Ihre Kontonummer nehmen. Nochmal, was mit meiner Kontonummer? Wir könnten Ihnen das Geld auf Ihr Kontonummer, also überweisen auf IBAN-Nummer. Wir müssen aber zuerst Ihre Identität bestätigen und das machen wir per Anydesk. Achso, macht ihr das nicht mit iTunes-Karten oder so? Mit iTunes, nein, das machen wir nicht. Also wir arbeiten entweder per TeamViewer oder per Anydesk. Kennen Sie TeamViewer oder Anydesk-Anwendungen? Nee, immer noch nicht. Hat sich in den letzten 3 Minuten nicht geändert. Was muss ich denn machen? Sie laden Anydesk runter, also öffnen das und wir verifizieren Ihr Hausbankkonto. Wie heißt das? Anydesk. Wie schreibt man das? Anna, also ich buchstabiere ja Anna, Norbert, Yvonne, also Yvonne, ja. Dann Dietrich, Emil, aha. Schmidt, Konrad. Also SCH, ja. Anydesk. Hört sich russisch Anydesk. An. Anydesk. Anydesk. Also mit IE, ja. Wie Internet Explorer? Anydesk. Nein, also wie Y. Also Y. Oh, das Anna, Norbert, dann Y. Ja. Was für ein Ding? Dann Ygritte. Wie Yvonne, also Y. Was ist ein Y? Y, kennen Sie also Buchstabe Y? Y, das hört sich an wie so ein Fantasiewesen aus Otterdam. Das ist ein guter Name, den werde ich mir merken. Also Y soll ich schreiben, ja? Ja, Anna, oh. Norbert, Y. Aha. Dann weiter? Dietrich, Emil. Schmidt. SCH, ja? Und Konrad. Anydesk, nein, Schmidt, nur S brauchen Sie. Ja, dann darfst du kein Wort nehmen, das mit SCH anfängt, Klabautermann. Nein, Schmidt, also der Name Schmidt beginnt mit S. Ja, mit SCH, so buchstabiert man das. Sie brauchen nur den ersten Buchstaben. Na gut, dann nehmen wir nur den ersten, aber so für die nächsten Male, ne? Ist ein bisschen einfacher, wenn die Opfer das dann auch gleich richtig verstehen, weißt du? So,
Was soll ich jetzt machen? Soll ich das runterladen oder wie geht das? Ja, ganz richtig. Gut. Auf den Schreck brauche ich erstmal ein gutes Schluck zu trinken. Wie viel Geld ist denn da drauf auf meinem Konto? Moment mal, gucke ich ganz kurz. Wenn Sie das alles beschlagnahmt haben. Moment. Schauen Sie mal, auf dem blockierten Konto, Sie haben jetzt 1,955 Bitcoins. So viel ist das geworden? Also für heutigen Tag, die Summe beträgt 37.572. Geil, geil. Dollar oder Euro? Oder Rupie? Euro, ist in Euro. Oh, ich hab das komisch, die wollten das damals in Dollar haben. Aber wahrscheinlich ist das, hast du gesagt, die machen Schwarzhandel, das ist wahrscheinlich wegen Dollar, ne? Sie haben jetzt das Geld in Kryptowährung, in Bitcoins. Sie können das weiter, egal, also... Eigentlich wollte ich Dogecoin haben. Oder in Euro umtauschen. Bitte? Dogecoin wollte ich haben. Sie haben jetzt in Bitcoins. Warum haben die Bitcoin da draus gemacht? Haben die meine Dogecoin in Bitcoin umgetauscht oder was? Das gibt's ja nicht. Die Broker, sie haben schwarz gearbeitet und mit der Währung spekuliert. Pideraßblöd, solche Arschlöcher, warum? So, sind die verhaftet worden oder was? Es gab ein Gerichtsverfahren, ja. Und auch schon, das ging ja schnell. Hab gestern noch mit dem telefoniert und heute schon verurteilt. Ihr seid richtig schnell, Mann. Super. Ich freue mich, super. Ja, so ist das. Aber ich kriege jetzt keine Probleme, oder? Weil ich da mitgemacht habe bei denen. Also ist es besser, mit den Brokern nicht zu arbeiten. Wissen Sie, die Broker, sie wollen nur Geld. Ja, aber das ist ja dann, Hehlerei, wenn ich da mein Geld angelegt habe bei einem Kriminellen oder nicht. Kommt Polizei jetzt zu mir nach Hause oder was? Ah, ich denke nicht, natürlich nicht. Gut. Da habe ich keinen Platz. Haben Sie was gebrochen? Ja, ich habe ja mein Geld bei denen gegeben, wenn das kriminell sind. Ich wusste ja nicht, dass das kriminell sind. Naja, aber Sie haben ihnen das Geld genommen. Sie wussten nicht, dass es, dass die Broker schwarz arbeiten. Die haben mein ganzes Geld genommen. Und die Eule von meiner Babuschka. Ich bin schuldig daran. Ja, gut. Von wem? Entschuldigung, von wem? Von meiner Großmutter. Ach so, Großmutter. Ja, sie mir Geld gegeben für Investment machen. Verstehe. Das ist sehr gut. Ja, das ist ja weg jetzt, das Geld. Wie lange dauert das, bis ich das wiederkriege? Wir müssen Ihre Identität bestätigen und danach können wir Ihnen schon das Geld auf Ihr Hausbankkonto überweisen. Gut, dann gib mal her. Ich schicke dir ein Foto von meinem Ausweis bei E-Mail. Es ist besser, schauen Sie mal, per Anydesk alles zu machen. Warum? Es ist der sicherste Weg, ja, also weil Blockchain-System funktioniert automatisch. Ja, es wird automatisch verifiziert und bestätigt, damit wir Ihnen das Geld überweisen können. Ach so. Das ist ja klasse, dass es sowas gibt. Und wie lange dauert das dann, bis ich mein Geld wieder habe? Ich glaube, die Frage habe ich gerade schon gestellt, aber ich habe nicht... Schauen Sie mal, also die Verifizierung dauert etwa 3 Minuten Zeit, also maximal. Nee, ich meine, bis ich meine hart verdiente indische Rupie wieder bei mir habe. Etwa innerhalb 2 Stunden, also macht das System die Überweisung, ja, und innerhalb des Tages bekommen Sie also schon das Geld. Ich muss ja meine Dogecoin wieder haben. Heute, ja. Ja, heute noch. Auf Ihr Hausbankkonto. Heute, ja. Ja, dann ist ja gut. Wenn wir mit Ihnen also jetzt die Verifizierungsprozess also abfertigen, dann können wir Ihnen schon das Geld heute überweisen. Also ich habe damals ein paar, das war mein sehnlichster Wunsch damals, habe ich mir ein paar Dogecoin auch in Bar auszahlen lassen. Was soll ich denn mit denen jetzt machen? Muss ich die auch bei Sie bringen? Haben Sie das in einer Bar gelassen oder... Nein, hier, ich habe die in meinem Sparkasse, nicht bei Sparkasse, in mein kleines Safe drinnen. Na, dann das weiß ich nicht, das ist ihr... Ja, aber das sind ja auch Dogecoin. Wenn die mein Dogecoin geklaut haben und Bitcoin draus gemacht haben, habe ich jetzt auch in... Alter, was für ein Trottel, was für eine erbärmliche Kreatur. Guck mal, ich bleib jetzt mit Absicht unter 10 Minuten, ne? Gut, dank seiner Hilfe, ne?
Hallo? Wer ist da? Hallo? Ja, hallo? Guten Tag, Herr. Es geht von Computer. Sie haben uns diese Nummer gegeben. Ja, es scheint so, als wäre mein Computer kaputt. Hier kam eine Meldung, Netzwerksicherheit, Virus und sowas. Können Sie mir da helfen? Ja, wir können Ihnen helfen, aber sagen Sie mir, seit wann haben Sie dieses Problem? Oh, das war vor eine halbe Stunde ungefähr. Ich habe da nichts weiter gemacht. Okay. Und Sie haben mich gesagt, Sie haben ein Problem mit Ihrem Handy, oder? Ja, Handy hat auch Virus. Okay. Ich muss Ihnen sagen, es kann sein, Sie haben letztes Mal eine unsichere Webseite oder Werbungen angeklickt. Ja. Deswegen kriegen Sie dieses Problem. Nicht gut. Okay. Oh, ja. So, wir müssen eine neue Sicherheit aufbauen, weil in diesem Moment, in diesem Gerät, es gibt keine Sicherheit. So, wann Sie dieses Problem bereinigen, ich muss Ihnen sagen, es kostet Ihnen etwas auch. So, soll ich weitermachen? Was kostet das denn? Das wäre ja vielleicht eine wichtige Information. Es kostet Ihnen mindestens 200 Euro. Wie viel? 200 Euro, mindestens. Ah, das ist ja nicht gerade wenig. Aber dann können Sie den Computer reparieren. Ja, wir können das machen, aber es kostet Ihnen dieses Betrag. Ja, und warum können Sie schon sagen, was das kostet, wenn Sie das Problem noch gar nicht angeguckt haben? Weil ich habe Ihnen gesagt, weil ich habe mit meiner Techniker gesprochen. Sie haben mich erstes Mal erklärt. Sie bekommen dieses Problem, richtig? Ja, das ist das erste Mal. Ja, so wir haben so viele Kunden, das bekommen diese gleiche Problem. Deswegen, ich habe Ihnen gesagt, es kostet Ihnen etwas auch. Ach so, das ist jetzt zwar überhaupt nicht die Frage auf meine Antwort, aber lass uns mal weitermachen. Ich habe heute noch mehr Leute durch den Dreck zu ziehen. So, wollen Sie weitermachen? Ja. Total Ihre Entscheidung. Natürlich, okay. Der Computer muss repariert werden. Handy ist nicht so schlimm, da habe ich noch zwei andere. Aber ich brauche die Daten von meinem Computer. Okay, kein Problem. Jetzt sind Sie vor dem Gerät? Nein, ich bin hier bei mir zu Hause. Okay. So, Sie sind nicht vor dem Gerät. Sie meinen vor das Computer? Doch, da sitze ich gerade. Ich besuche gerade die höchstpersönlichen Bilder von meinen Hühnern und Dackeln zu retten. Okay. So, wir machen so, wir reparieren Ihr Gerät. Dafür brauchen wir ungefähr 20 Minuten. Wir reparieren Ihr Gerät. Dann Sie können Ihr Gerät wieder nutzen. Ohne Problem, ohne Fehler. Okay? Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Bitte. Jetzt machen Sie so, schalten Sie Ihr Gerät komplett aus. Komplett ausschalten? Ja, ich habe ihn gerade wieder angemacht. Der war vorher ausgeschaltet. Soll ich jetzt nochmal ausschalten? Ja. Alles klar. So, der Computer ist jetzt aus. Soll ich jetzt wieder anmachen? Nein, Sie sollten Ihr Gerät sowieso anlassen. Sie haben gesagt, okay. Ich soll ihn ausmachen. Ich habe gerade gefragt. Ja, lassen Sie Ihr Gerät sowieso. So Sie sollten diese Sicherheit selbst kaufen, Herr. Okay, es kostet Ihnen 200 Euro. So Sie sollten diese Sicherheit selbst kaufen. Ja, klar? Wie heißt die Firma von Ihrer Sicherheit? Durex oder ja, Billy Boy? Nein. Nein? Okay. Ich habe den Computer jetzt wieder angemacht. Was soll ich tun? Sie sollten nicht machen, Sie sollten Ihr Gerät sowieso anlassen, okay? Ja, der ist jetzt wieder an. Schalten Sie Ihr Gerät komplett aus. Habe ich doch gerade schon gemacht, da hast du alte Schnepfe gesagt, ich soll ihn anlassen. Ja, anlassen, nicht anschalten. Ja, ich habe ihn jetzt angelassen, was soll ich jetzt machen? Jetzt, Sie sollten nicht machen, wir reparieren Ihr Gerät. Okay, so nach der Reparatur, ich rufe Sie zurück und wir brauchen ungefähr 30 Stunden? Minuten? So lange? Minuten. Minuten? Du bräuchtest 30 Gehirnzellen, aber okay, 30 Minuten klingt gut.
Ja, jetzt schalten Sie Ihr Gerät komplett aus für 30 Minuten. Ja, aber wie willst du mein Gerät reparieren, wenn ich das ausgeschaltet habe? Du Quatschkopf. Wir machen das online. Wir haben Ihre IP-Adresse, wir machen das. Okay? Was erzählst du für einen Quatsch, Benchot? Also mal ehrlich, ich bin ja einiges gewohnt von diesem betrügerischen Pack aus Noida und Kalkutta. Aber jetzt erzählen sie dir schon, weil sie dich loswerden wollen, weil du da den ganzen Tag anrufst, an deinem freien Tag, Daumen nach oben dafür, dass du den Computer eine halbe Stunde auslassen sollst. In der Zeit reparieren sie ihn online über deine IP-Adresse, während er aus ist, wohlgemerkt. Unglaublich. Wie geht's Ihnen? Haben Sie meine E-Mail bekommen? Wie bitte? Haben Sie die E-Mail bekommen, was ich Ihnen gesendet habe? Welche E-Mail? Wir haben ja vor einer Stunde oder so gesprochen über Dogecoin. Dogecoin, right. Ja, haben Sie die E-Mail bekommen? Ja, wollte ich gucken, warte eben. Ja. Und gerade den Ziegen gemolken. Okay. Da, Dogecoin. Da ist keine Entschuldigung an den Heilige Ziege mit drinnen. Nein, leider nicht, das habe ich vergessen. Ja, können Sie bitte machen? Das kann ich machen. Sobald Sie die Überweisung durchführen. Nein. Wir müssen unsere Karma muss ausgleichen, bevor wir können Geschäfte machen. Okay, aber haben Sie die E-Mail bekommen? Das ist mal wichtig. E-Mail gekommen, ja, mit Dogecoin. Okay, was lesen Sie da? Sehr geehrter Herr Bandirandirokan, Bezug nehmend auf unseren Gespräch sende ich Ihnen eine E-Mail mit meinen Angaben. Super. Okay, dann sende ich Ihnen jetzt noch eine E-Mail. Und dann haben wir das auch erledigt mit der Ziege. Nicht, dass die Ziege dann viel zu... Und die heilige Kuh. Entschuldigung für die Ziege und die heilige Kuh. Okay, jetzt muss ich noch kurz Ihre... Und weil das meine Sohn, der auch mitbekommen, der auch weinen. Können Sie noch für meinen Sohn bitte auch schreiben? Na, also für Ihren Sohn kann ich das nicht schreiben, denn ich habe nicht Ihren Sohn beleidigt. Aber der hat gehört und der ist sehr traurig. Ja, der Sohn von Ihnen hat das gehört? Ja, wie Sie das mit Kuh und Ziege sagen, von seinem Vater. Was habe ich denn gesagt? Sie haben gesagt, ich stehe auf Kuh und Ziegen und der hat das gehört. Und jetzt very traurig. Ja, wirklich? Ja. Okay, na, das tut mir leid. Gut, sehr gut. Ja, das, ich wollte Sie wirklich nicht kränken, also das ist nicht meine Absicht gewesen. Hallo? Ja, Nick, warte. Ja, okay, Sie sind noch da, super. So, also ich habe Ihnen das Augenblick, ich muss Ihnen da die Entschuldigungs-E-Mail zukommen lassen und die heilige Kuh. Okay. The whole secret code. Ja. Nein, ich schreib's auf Deutsch. Ja, das ist in Ordnung. Gegen Deutsche haben sie ja nichts. Nein. Nur gegen Engländer. Deutsche Mann sehr gut. Ja, die Deutschen sind wirklich gut. Ja. Ja, den Deutschen Raketenerfindung, Sturmgewehrerfindung machen, viele Panzer machen. Eben. Ziemlich tolle Erfindungen, oder? Ja. Das Auto. Automobil. Ja, die Impfung jetzt, die Impfung mit BioNTech. Ja, das ist ja aber auch eine halbe Inder, was BioNTech-Chef haben. Ja, das glaube ich gern. Das Kreis wird größer, muss du weiterdenken, was überall indische Menschen, mächtigen Menschen bei Indien sitzen? Ich glaube, in 40 Jahren oder in 50 Jahren wird es nur noch Inder geben. In den Nachrichten hast du wirklich E-Mail geschrieben, Entschuldigung für die Ziege und die heilige Kuh. Haben Sie das bekommen? Ja, ich bin der russische Sekretär, ich muss mich gerade nur so abkotzen, der Inder liegt auch am Boden und lacht, die können das gar nicht glauben.
Ja, wie du auch mit ihm gesprochen hast, ne? Entschuldigung für die Ziege und die heilige Kuh. Jetzt musst du dich, jetzt schreibst du noch eine E-Mail, entschuldige dich bei Präsident Putin, ich fühle mich auch beleidigt. Das werde ich noch machen, das werde ich noch machen. Super, ich warte aber darauf. Sind Sie jetzt Inder oder ein Russe? Ich bin sein Geschäftspartner. Aber wer sind Sie jetzt? Dimitri. Mein Name ist Dimitri, okay. Wer bist du? Das steht hier bei E-Mail, okay. Gut. Hammer genial. Entschuldigung für die Zirke und die heilige Kuh. Ich sterbe, blöd. Das rahme ich mir an, das hänge ich mir neben mein Diplom, blöd. Augenblick, warten Sie. Augenblick. Und entschuldige dich beim Staat Israel für die Beleidigungen. Augenblick. Augenblick. Ich weiß, diese Kundenservice wirklich zu scherzen. Augenblick, Dimitri, warten Sie, ich muss hier noch was. Ah, das ist jetzt. Und vielleicht kannst du noch in die E-Mail noch ein Bild von einer Ziege reinschicken. Ja, das werde ich tun. Haben Sie jetzt die E-Mail bekommen? Ja, da schreibt der super seriöse Chef von diesem super tollen Finanzunternehmen, Dimitri und der schmutzige Inder sind Ziegenficker und kann nicht mal richtig Ziege schreiben. Inder kannst du auch nicht schreiben. Aber hey, ich muss mich echt bedanken bei dir. Du hast das YouTube-Video gerade um 1000 Mal besser gemacht. Wir haben vorhin 13.000 Zuhörer gehabt, als wir euch verarscht haben. Richtig geile Nummer. Und das ist jetzt mit den E-Mails noch. Richtig geil. Das kommt auf jede Internetseite, die diese Trading-Plattformen bewertet. Da kommt keiner mehr bei euch einkaufen. Das ist ein Trottel. Die wird nicht geschrieben. Die mit den schmutzigen Hinter sind Ziegenficker. Das ist so ein Schwein, dieser Typ. Unglaublich. Wie schnell die ihm auflegen, wenn das Wort YouTube kommt, ne? Das ist krank. Jürgen Witt ist mein Name von der Europäischen Tippgemeinschaft. Herr Dimitri Sommer, ja? Ja. Super. Herr Sommer, also der Grund, weshalb wir Sie also anrufen, ist, dass Sie hier auf unserem System als Euro-Millionen-Teilnehmer registriert sind. Als was bitte? Euro-Millionen-Teilnehmer. Ach so, oh ja. Ja. Und da hätten wir also eine Aufgabe, Sie zu fragen, also was Sie demnächst da machen wollen. Also nach diesem Quartal, ob Sie das Ganze beenden oder weitermachen möchten. Nach dem Quartal oder nach einem Monat? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nach einem Quartal. Ja, was steht da denn zur Auswahl so? Da steht also, wie meinen Sie das nochmal? Entschuldigung. Naja, wenn Sie sagen aufhören oder weitermachen, was gibt's denn da so aktuell? Ganz genau. Jawohl, also aktuell, wenn Sie das weitermachen möchten, dann sind Sie also demnächst für die nächsten 12 Monate dabei. Wenn Sie aber das natürlich beenden, dann sind Sie für diesen Quartal kostenlos, kostenfrei dabei, auf jeden Fall. Diesbezüglich wird es also automatisch dann beendet. Verstehen Sie? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee, noch vielleicht nochmal. Ich bin noch nicht ganz so lang wach, muss ich zugeben. Das war eine lange Nacht. Ach so, kann ich auch verstehen. Okay, dann sollen wir... Wenn Sie also natürlich das Ganze halt dementsprechend jetzt beenden möchten, ja, dann sind Sie für die nächsten 3 Monaten, also für diesen Quartal, ja, schon dabei, aber nicht kostenpflichtig. Oh, das ist so super. Das bedeutet, dass Sie also gar keinen Cent hier uns verpflichtet sind oder irgendwas. Was war das denn jetzt für eine Firma? Ich komme gerade gar nicht mit. Die Europäische Tippgemeinschaft. Kann mich nicht erinnern, dass ich da mitmache. Nicht, dass Sie also da sich erinnern können. Nee, ja. Wann habe ich mich da denn angemeldet? Vor circa 3 Monaten so ungefähr. Vor 3 Monaten? Gewesen. Was haben Sie da denn für Daten vorliegen? Dimitri Sommer, da hätten wir Ihren kompletten Datensatz, wo Sie auch leben. Ja, und der wäre? Jawohl. Der wäre der alt Morbid 122 Jahre in Berlin. Ja, das bin ich. 159. Ne? Ja. Und wer hat mich da angemeldet?
Wie kam das rein bei Ihnen? Dass Sie also bei der Euro-Millionen-Teilnehmer irgendwas durch im Internet angetippt haben oder dementsprechend irgendwo bei einer Lottobude irgendwas angestellt haben. Also das lief jetzt 3 Monate und wenn ich jetzt weitermachen will, kostet das Geld und wenn nicht, kriege ich es nochmal 3 Monate umsonst. Nein, um Gottes Willen. Sie sind schon eingetragen und dementsprechend wurde dann so festgestellt, dass Sie schon auf unserem System da sind und hier bei uns bei der Europäischen Tippgemeinschaft weitergeleitet sind und deswegen noch einmal nachfragen, ob Sie nach 3 Monaten, das heißt von heute an, nach 3 Monaten, ob Sie das Ganze dann beendet haben möchten oder... Ja, ich werde da ich das nicht kenne, würde ich das dann schon beenden wollen. Es wundert mich nur, was der 4. denn für ein Enddatum? Fängt man nicht immer zum Ende des Monats an und hört auf? Also ich würde dann schon aufhören wollen, ne? Alles klar, dann machen wir auch die Beendigung. Da ja. Hätten Sie noch einmal als Bestätigung alles per Post zugeschickt. Das ist klasse. Wie erwähnt. Jawohl. So, was wir noch einmal benötigen ist, damit auch das Sprachsystem hier anerkennt und Sie heute Abend hier austragen kann, ist Ihr Geburtsdatum und die IBAN-Nummer, die angegeben worden ist, Ziffer für Ziffer. Haben Sie nicht gerade gesagt, das endet in ein paar Monaten? Jetzt haben Sie gesagt, ich werde heute Abend ausgetragen. Automatisch wird das also ausgetragen. Ach so, läuft das bei Ihnen, ja. Ja, ich bin nur gerade, weil das ist ja nicht so die übliche Eröffnung, die Sie gerade machen. Ich versuche halt so ein bisschen das gerade alles zu verstehen, ne? Ich verstehe, natürlich. Ja, klar. Kann ich auch von Ihnen verstehen, dass Sie vielleicht auch ja. Die ganze Nacht wach waren. Ja, ja, das war. Ich bin ja selbstständiger Schichtarbeiter, ne? Und es war halt wieder die ganze Nacht schneiden, rendern, hochladen. Das war echt anstrengend, ne? Kann ich auch verstehen. Und jetzt habe ich mir gerade erstmal so einen richtig schönen Ofenkäse gemacht und jetzt kann der Tag auch gleich losgehen. Ja, ich wongel jetzt gleich einmal zum Rewe rüber, hol mir ein Löschzwerg. Das ist hier so eine regionale Biersorte. Und dann geht das los. Dann werde ich weitermachen, weil das ist ja höchst anstrengend, ne? Da kann ich Ihnen nur sagen, guten Appetit. Ja, ja, danke. Möchten Sie auch einen Ofenkäse haben? Ganz gerne. Ja, das ist gut. Den kriegst du aber mit Anlauf, mein Freund. Ja, super. Ich muss aber sagen, das ist aber schon ein bisschen eine plumpe Überleitung und nicht sehr, sag ich mal, anspruchsvoll, ne? Kann ich, weiß ich jetzt auch nicht, wie das Ganze für Sie klingt. Dementsprechend. Nee, ich finde es einfach, weißt du, sonst rufen die ja immer an und sagen, ja, sie haben ihr Mitspiel nicht gekündigt, sie müssen jetzt 12 Monate mitmachen zum vollen Preis oder 3 Monate zum reduzierten Preis, aber du machst halt gleich die Abkürzung zur Kontonummer. Nee, das ist also nicht die Abkürzung, das ist also natürlich so, wie es ist. Ja, ja, aber von wo rufst du denn an, sag mal? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Jawohl. Wirklich? Das ist aber gar keine Hamburger Vorwahl, was da bei mir reinkommt. Das ist jetzt ein Durchwahl. Ach so, eine Durchwahl ist das. Das ist ja höchst interessant. Und jetzt? Und jetzt? Wie erwähnt. Ja, jetzt kannst du mir, wie viele Leute fallen da denn am Tag drauf rein? Da fallen nicht Leute drauf rein. Das hoffe ich. Das ist nur, dass die Leute das entweder natürlich das Ganze abschließen. Ja, aber wer ist denn so dumm und gibt am Telefon dem Wildfremden, dem er noch nie was gehört hat, bei dem er sich nie eingetragen hat, seine Kontonummer, damit die gelöscht wird? Also wenn, dann musst du mir meine Kontonummer ja sagen können. Ich habe ja nach Datenschutzgrundverordnung ein vollumfängliches Auskunftsrecht. Von dem würde ich jetzt gerne Gebrauch machen. Das können Sie machen. Das ist mein Problem. Jetzt dann bitte ich. Ja, dann möchte ich bitte. Dann teilen Sie mir doch mal bitte mit, welche Daten Sie da vorliegen haben. Ja, Ihren Geburtsdatum, IBAN-Nummer, alles drum und dran. Ja, einmal vorlesen bitte. Ich nehme das Korrekturrecht in Anspruch. Na, ich habe ja Auskunftsrecht nach DSGVO, das nehme ich jetzt in Anspruch.
Was ein dreckiges Scheißpack. Das war wirklich sowas von plump, ey. So nach dem Motto, ja, es fällt sowieso keiner drauf rein, dann können wir die Masche auch möglichst dumm und kurz halten, damit wir möglichst viele Leute anrufen können. So, ja, Sie möchten gerne kündigen, ist in Ordnung. Geben Sie nur nochmal die Kontonummer, damit wir Sie auch kündigen können. Was für ein Trottel, ein Dummer. Was ist los? Spreche ich mit Eduard Kilseberg. Wer ist da? Harvey Austin ist mein Name. Ich verstehe kein Wort. Hast du jemanden, der richtig Deutsch reden kann? Ich höre Deutsch. Ja, du hörst Deutsch, aber sollst Deutsch reden. Du hörst dich an wie eine Hupe, bei der die Luft rausgelassen wurde, die man dann mit Honig befüllt hat. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich verstehe nicht. Ja, du verstehst nicht, deswegen gib mal deinen Manager. Ich verstehe Sie ganz gut. Warum Sie möchten mit mir nicht sprechen? Das ist eine Frage. Was? Wer ist eine Frau? Dorian? Hey. Ich verstehe Deutsch, oder welche Sprache sprechen Sie? Give me your manager, blöd. Welcher Manager? Dein Manager, wie viele hast du denn? Ah, sie duzen mich. Ja, natürlich. Alles andere verstehst du sowieso nicht. Ach so, sie verstehen mich nicht. Nee, du verstehst nichts. Gib mir deinen Chef jetzt, blöd. Ich verstehe sie ganz gut. Warum sie möchten mit meinem Chef sprechen? Weil du dich anhörst wie eine kaputte Wasserleitung auf Kokain. Jetzt gib mir deinen Chef oder ich leg auf. Okay. Welche Sprache sprichst du? Los, hol deinen Chef. Wenn das jetzt genauso ein Knast vorgeliest, Alter. Hallo. Hallo. Hey, wer bist du? Grüß Gott, Anna Krause, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Erstmal das Mikrofon aus dem Mund nehmen, dann Deutschkurs belegen, richtige Arbeit suchen, dann wieder anrufen, okay? Oh, dann wünsche ich Ihnen das auch. Ja, danke schön. Warum hast du mich angerufen heute? Was meinen Sie du? Haben wir schon Bruderschaft getrunken? Ja, wir haben Bruderschaft getrunken. Immer. Ja, ich erinnere das nicht. Ja, mit fremden Leuten spreche ich. Zusammen mit Präsident Putin haben wir getrunken. Oh, sind Sie aus Russland? Ja, natürlich. Und woher, und woher kommst du? Warum haben Sie das? Das ist meine Sache. Ich bin aus Österreich. Ja, Österreich, genau, ist klar. Aus Hinterdupfingen, ha? Lieber Mann, warum haben Sie bei uns registriert? Ich weiß ja nicht mal, wer du bist. Was ihr seid. Ich muss jetzt erstmal mit jemandem sprechen, der richtig Deutsch kann. Dann könnt ihr mir erklären, wer ihr seid, was ihr wollt und wie ich euch helfen kann. Ihr lauft alle im Kreis wie Pinguine und schnattert wie Tauben und habt Augen wie Eulen. Wie soll man sich mit euch unterhalten? Ja, ich wünsche Sie auch Deutsch ein bisschen lernen. Ich höre, das ist nicht Ihre Muttersprache, ja? Nee, habe ich ja auch nie behauptet. Aber verdammt, ich kriege ganze Sätze raus im Gegensatz. Warte, ich gebe dir mal meinen indischen Kollegen. Warte mal eben. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch passende Arbeit gefunden. Hallo, wer ist da? Hallo? Hallo, Madam, das ist Rakesh. Anna Krause ist mein Name. Mit wem spreche ich? Das ist Rakesh calling from Bombay. How may I help you today, ma'am? Entschuldigen, ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie bitte Deutsch oder welche Sprache sprechen Sie denn? Ich bin von Indien, India, Hindustan. Wir sprechen Deutsch hier. Wir sind in deutschsprachige Firma. Nein. Wer hat behauptet? Einen schönen Tag Ihnen noch. Idi Nahui. Kanake. Die habe ich Kanake genannt, ich glaub's nicht. Sind wir noch dran, die Figur. Was für Knastfiguren sind das denn, ey?